Robotik, AI und Big Data sind heutzutage sehr wichtig, ob in der Diagnostik, während einer Operation oder für die Nachsorge. Wir haben uns auf der Medica 2018 einmal umgeschaut. Massi Bionic entwickelt Robotikprodukte für die Rehabilitation von Patienten, die motorische Schwierigkeiten haben. Wir haben entwickelt ein Exoskelett für Kinder mit neurologischen Krankheiten. Wir sind Spezialist für Assistenzsysteme im OP und zeigen hier ein robotisches System zum Halten und Führen der Kamera, quasi die dritte Hand des Chirurgen. Das Besondere ist, dass damit immer ein stabiles, wackelfreies Bild gewährleistet wird, im Gegensatz zur manuellen Kameraführung und der Chirurg selbstbestimmt mit einem kleinen Joystick die Einstellung vornehmen kann. Representing one of our products is ECG sensor, and this data will be uploaded to the cloud and be analyzed by artificial intelligence. And once the data is abnormal, it will show the warning message or alarms to nurse or doctors to take immediately treatments. Wir zeigen hier das Projekt Digiphobie. Dies ist ein Teil von Digiphobie. Hier werden Daten vom Patienten abgeleitet, Hautleitwerte, EKG, Atmung. Diese Daten werden von einem Machine Learning Algorithmus ausgewertet, um eine Angstreaktion des Patienten zu bewerten. Im Rahmen von Digiphobie wird die klassische Expositionstherapie virtuell fortgesetzt. Das heißt, klassisch würden sie zum Beispiel einer echten Spinne ausgesetzt werden. In Digiphobie ist diese Spinne virtuell durch Augmented Reality umgesetzt.